Hallo, ich möchte dir helfen bei den Chips ums Grün herum. Wirklich viel, viel genauer zu sein und konstanter zu sein. Als erstes gehe ich davon aus, dass dein Chip-Setup stimmt, die Ballposition ist bei dir in Ordnung und dass du auch mit deiner Technik zufrieden bist. Aber ich kenne viele Golfer, die sehen wirklich gut aus beim Stand, aber während des Schwunges passieren manchmal Dinge, die nicht so gut sind für guten Kontakt und für gute Längenkontrolle. So, hier kommt mein Tipp. Nachdem viele Golfer ausgeholt haben beim Chippen oder beim Pitchen, ist es so, dass es zu früh beschleunigt wird. Man kann es kaum sehen, aber der Schläger wird fester gegriffen, es ist ein bisschen ruckartig und dann haben wir ein Problem. Dieses zu früh Starten verursacht oft einen kleinen Mini von außen innen Schwung, sieht man wieder kaum, aber wenn du es genau guckst, wird der Schwung dann etwas steil und dann kommt die Hacke ins Spiel. So bitte, nächstes Mal, wenn du am Übungsgrün, Pitchinggrün bist, da wo du chippen darfst, achte auf deine Schwunggeschwindigkeit, dass nachdem du ausgeholt hast, und wir holen natürlich ums Grün herum sehr langsam aus, dass du genauso langsam den Abschwung startest. Du wirst das Gefühl haben, dass es eine Ewigkeit dauert, bis der Schläger zum Ball kommt. Deswegen musst du es üben. Und vielleicht sagst du mir jetzt, wenn ich so langsam schwinge, dann ist mein Ball zu kurz. Dann sage ich dir, nimm mal vielleicht einen längeren Schläger oder hol einen Tick weiter aus und einen Tick weiter durchschwingen. So, ich werde genau das jetzt tun. Und ich möchte diesen Ball richtig dicht ans Loch bekommen. Und ich achte jetzt wirklich auf meine Schwunggeschwindigkeit. Schade. So, das klingt alles so einfach, aber das solltest du wirklich jetzt ein bisschen üben und wirklich schauen, dass deine Schwunggeschwindigkeit vor allem hier genauso langsam ist wie beim Ausholen. Du wirst automatisch dadurch im Treffmoment beschleunigen, aber da sollte es passieren und nicht hier. Danke für das Zuschauen. Ich denke, das ist ein wichtiges Video für deinen Erfolg beim kurzen Spiel.